Du. Gut, ich guck gleich mal da rein. Weil da können wir jetzt hoffentlich rein. Du. Im Monument. Oh. Huch. Ah ja. Muss ich da vorbeischleichen? Ja. Nö. So nah. Okay, die sieht mich immer. Ja, keine Ahnung, da muss ich wahrscheinlich abschießen. Irgendwie. Naja, gehen wir eben wieder raus. Wenn mich die böse Kamera immer sieht, dann, ja, komme ich hier eben vorher nicht weiter. Aber alles kein Ding. Ich glaube, wir haben noch zigtausend andere Dinge zu machen hier in dem tollen Level. Falls ich da noch hinfinde irgendwo. Oh. Ja, komm, toll, danke. Raufrollen. Ui. Oder war das überhaupt hier? Ich habe keine Ahnung. Ich denke schon. Müsste hier gewesen sein. Zumindest eine der Erweiterungen, weil ich glaube, dass da an einer anderen Ecke auch eine Erweiterung war. Stimmt, da bin ich ja letztens raufgelaufen und da habe ich mich gewundert, warum, dass ich hier nirgendwo weiter kann, ne? Oh, ja, da gucken wir da mal rein. Gut, da kommen wir bei der anderen Seite gleich wieder direkt raus. Ui. Ich habe Angst. Ah ja. Okay. Stopp. Gucken wir mal auf jede Seite. Ah, wo? Sonst müssen Blaue jetzt noch einem Getränk. Das ständige Gepupse macht mir einen trockenen Hals. Was, nach einem Getränk? Sowas zum Beispiel. Ja, das sieht nach Wasser aus. Okay. Nur schauen, wie kommen wir denn da jetzt am besten rüber. So, ja, wir stellen das schön um und schnell hoch da und... So, und jetzt schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ging sich natürlich nicht aus. Na toll. Wie hätte ich da jetzt hochkommen sollen? Ach, ich Idiot, ich sehe schon, da drüben ist eine lustige Plattform, die mich wahrscheinlich nach oben bringt, oder? Ja. Gut, nächstes Mal wissen wir es dann eben nochmal, der Spaß. Nein! Boah, das war knapp. Jetzt müssen wir leider die ganze Runde nochmal machen. Aber wir machen das jetzt schnell fertig. Hey, was wir haben, haben wir, ne? Ist ja prinzipiell nie schlecht. So, noms. Einfach fressen, bis der Arzt kommt. So. Ich finde es sehr schade, dass man an Yoka nicht sieht, wie lange jetzt diese Verzauberung quasi da noch anhält. Oder sieht man das irgendwo? Ich habe es nur noch nicht gecheckt. Es wäre cool, wenn der dann irgendwann weniger zu leuchten anfängt oder irgend sowas. Und irgendwann ist es dann aus, ne? So, zack. Na toll. Super. Ja, hörst du auf, die blöde Ego-Perspektive. Okay, also so geht sich's definitiv nicht aus. Hm. Müssen wir das jetzt mega optimieren, damit sich das irgendwie ausgeht, oder wie? Na super. Oder wir müssen einfach mehr fressen. Das ist eben die Frage. Zahlt sich das aus, wenn ich mehr fresse hier? Dann fressen wir einfach den ganzen... Fressen wir einfach den ganzen Busch leer. Mehrmals, ja. Weiß ich nicht, ob das was bringt. La 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 la. So, schneller. Zack, und hoch. So, und da auch hoch. Und zack, genau. Und... Ja! Wasser! Mr. Blowy kann endlich seinen Job fortsetzen und Luft in linearer Richtung pusten. Hm, das klingt nicht nach einem tollen Job. Es ist besser als Straßen zu reinigen, glaub mir. Ja, und wir bekommen ein Pagey. Schön. Gott sei Dank. Super, haben wir schon 6. 5. Okay. Was ist mit euch? Oh, ein Schmetterling. Moment, bevor. Oder gucken wir da? Ne, bevor wir da reingehen, gehen wir die andere Richtung runter.
du, weil wir wissen ja, da drüben ist noch was. Dann gucken wir mal darüber. Und holen uns gleich die zusätzlichen Federn. So, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir darüber fliegen können. Gehe ich mal nicht davon aus. Wer weiß, aber ich glaube nicht, weil so weit kommen wir niemals. So. Ah, da geht's wieder rein. Okay, na gut, dann hätten wir wahrscheinlich auf der anderen Seite auch reingekonnt. Können wir da irgendwie... irgendwie uns vorbeitricksen? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Versuch was wert. Müssen ja immer ein bisschen gucken, ne? Ja, wie jetzt? Kommen wir jetzt an der... Wo sind wir jetzt? Ah ja. Augen. Moment. Was? Augen? Oh. Können wir den eigentlich kaputt machen? Ah ja. Okay, mit so nah geht's. Gut. Und die Augen haben auch kaputt gehauen, aber was bringt uns das jetzt? Was bringt uns das hier? Können wir hier etwa... Ah, ich verstehe schon. Gucken wir da mal runter. Kommen wir wahrscheinlich nie wieder hoch. Halbe Blind Jumps. Ja, super. Ah, schon wieder. Weg mit dir. Juhu, weiterer Schmetterling. Sehr schön. Aufgenommst. Alter, voll hoch hier alles. Ich habe ein bisschen Höhenangst. So, die Feder schnappen wir uns natürlich. Haben wir schon 39 wieder. Ah, da unten ist so ein Snacky-Bus wieder, die wir ja sammeln müssen. Oder wie heißen die? Ghosty heißen die ja. Was müssen wir mit dem machen? Hallo? Müssen wir den abschlecken? Das ist eine gute Frage. Müssen wir da ein Super Mario Drehdingens machen? Aber wieso ist der jetzt orange geworden vorhin? Wir müssen den wahrscheinlich einmal kurz ausweichen. Und dann können wir ihn fangen, oder? Kann das sein? Genau, jetzt dachte ich mir, dass ich ihn vielleicht fangen hätte können. Na komm, was ist denn? Hier. Ah, ich glaube, ich bin immer zu spät. Ja, komm her. Toll, treff mich nicht. Das finde ich echt nicht okay von dir. Komm, jetzt lass uns lieber, weil sonst sterben wir. Das will ich nicht. Doof, ich bin fast am Sterben. Warum? Es ist ein bisschen groß hier alles. Merke ich gerade. Ob wir da runterspringen können? Irgendwie die Kamera. Ich finde es ein bisschen nervig, dass ich die nicht etwas weiter nach oben stellen kann. So, ich bräuchte wieder ein paar Schmetterlinge. Oh, hallo. Ich bin Nimbo, die große Wolke der Welt. Ah, hallo Nimbo. Ich nehme an, wir sollen mit dir reden, wenn es ums Wetter geht, oder? Kluge Echse. Nimbo verändert die Welt. Lass Wasser nach unten lecken. Aber Nimbo hat ein Problem. Leck funktioniert nicht gut. Nimbo ist ein Nervenbündel, seit seine Frau ihn für den Taifun verlassen hat. Versuche dich zu entspannen, Nimbo. Denk an einen tropfenden Wasserfall oder einen laufenden Wasserhahn zum Beispiel. Geht nicht. Echse und Fledermaus verursachen Lampenfieber. Vielleicht können die Besucher für ein wenig Stimulation sorgen. Gut, komm, Layli, lass uns Nimbo helfen, Wasser zu lassen, oder? Ja, Hauptsache, du wäschst dir hinterher die Hände, okay? Ja, gut. Machen wir natürlich. Ich bräuchte... Ah, verstehe. Lustige Eiskristalle. Müssen wir die Wolke stimulieren mit Eiskristallen vermutlich, oder? Das schaffen wir. So. Feuer, Feuer, Feuer. Muss ich da fressen? Scheint ja nicht viel zu bringen.
Scheint jetzt echt nicht viel gebracht zu haben. Hm. Ah, das sind da sind andere Blüten auch noch. Moment, das ist... So drüben war ein Eisklumpen, das ist jetzt Wasser. Wahrscheinlich müsste es Wasser sein. Oder komm, stimulieren wir ihn mit Wasser. So. Und Feuer. Hm, die Ausdünstung lief direkt durch. Nimbo hindurch. Ja. Ach schön. Es auch. Oh. Ach wie toll, jetzt ist alles unter Wasser. Also, ja doch, toll. Ist schon toll. Boah, wie sehen die jetzt aus? Gar nicht nett. Wahrscheinlich mit dem, da kann ich Flammen. Okay, da kann ich Flammen speien, verstehe. Boah, sorry Leute, ich musste kurz ein bisschen niesen. Es tut mir leid. Boah. Das war ja jetzt ein ganz schöner Knall. So, dann guck mal, was ist denn hier drinnen? Jo! Stimmt, Stampfattacke können wir ja auch. Sollte ich nicht vergessen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Achso, bei diesen Schädels. Ah, verstehe, jetzt können wir... Ah, jetzt haben wir hier eine Abkürzung. Wunderbar. Ah, ja, gut. Toll, verstehe. So, was ist mit... Ist mit dir jetzt? Willst du jetzt mit mir sprechen? Tut mir leid, ich habe mit dir nichts zu tun, Exe. Alter, wie unfreundlich diese Pflanzen auch sind, ne? Moment, hier waren doch Schmetterlinge drin, oder? Ja. Nein, nicht... Ah, ich hätte die fressen sollen, verdammt. Hm. Ah, da waren wir ja auch noch mit irgendwas, ne? Erstaunlich, ihr habt es geschafft. Wenn ihr ein Molekül für mich findet, kann ich den DNA-Anwerf von euch bei eurem Abenteuer helfen. Was sagt ihr? Wir sind bereit, Doc. Schmeißt die Marine an. Die Maschine, meine ich. Fantastisch. Stellt euch einfach da drüben vor meinen DNA-Ter. Ah, bist du sicher, Joker? Ich will nicht auf einem Sushi-Teller enden, ne? Ja, ein bisschen wagemutig muss man schon sein. Ich meine, das sieht echt ein bisschen nicht so stabil aus hier. Aber komm, wir machen das einfach mal. Hey! Seid ihr bereit zur Transformation? Ja, natürlich, komm. Huch! Ach, hey. Ach, du meine Güte, das ist kein T-Rex. Naja, nun, du kannst jederzeit X verwenden, um mit deinem Pflanzenspray zu schießen. Das wird sich noch bewähren. Ah, hey, Sahneschnittchen, komm her und widme mir etwas Aufmerksamkeit, ne? Ach, hey, was ist... Alter, was ist denn das? Wops, 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 oh. Ah ja, okay, ich darf nicht ins Wasser springen. Ja, das muss mir halt irgendwer sagen, dass ich das nicht mache. So, aber zumindest ist die Energie wieder voll. Ja, sonst hätte ich mich hier nicht hingestellt. Komm, los geht's. Nein, nicht nochmal zurücktransformieren. Ach, ist das süß. Sponge, 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 Sponge. Toll. Hey, Sahneschnittchen. Hey, schöner. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Meine nahen Pflanzenschwestern könnten eine schnittige Flora wie dich in ihrem Leben gebrauchen. Ich sag dir was, wenn du meinen Schwestern beim Wachsen hilfst, belohne ich dich mit einem romantischen Geschenk. Na, was sagst du? Ja, das ist okay, das machen wir. 1 von 6, okay. So, ja gut, das sollte jetzt kein Problem darstellen. 2 von 6. So, und das Gute ist jetzt, ich dachte mir, ich habe die Kisten kaputt gehauen. Na toll. Drei von sechs? Ich habe doch die Kisten vorhin kaputt gehauen. Komm, dann müssen wir die da so rausschieben. Kriegen wir das irgendwie hin? Ohne, dass wir sie kaputt hauen? Komm, das muss doch irgendwie gehen. Raus mit den Kisten! Ja, 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 ja. Alter! So. Ja, so geht's auch. Zum Glück, ich dachte mir schon.
Gut, das haben wir auch. 4. Toll. 5. Ja, wo ist die letzte? Achso, da hinten ist, glaube ich, auch noch eine, oder? Moment. Wow. Ist da noch irgendwo eine? Ja, da ist noch eine, Gott sei Dank. Ich dachte mir schon. So. Danke, dass du meinen Schwestern beim Wachsen geholfen hast, Sahneschnittchen. Du hast sie völlig von den Wurzeln gehauen. Hier ist ein romantisches Geschenk. Oh, schön, ein Pagey. Toll, wir können hier echt hoch springen. Schön, ein weiteres Pagey. So, jetzt hatten wir aber hier noch einige Pflanzen, die ja vorher nicht mit uns sprechen wollten. Jetzt müssen wir nur, ist nur die Frage, wo werden diese Pflanzen jetzt sich befinden? Die Frage ist auch, können wir uns mit diesem Ding wehren? Ist dieser lustige Pflanzenschuss irgendwie auch gegen Gegner einzu... Ja. Also, nee, ich... Okay, ich sollte aufpassen, weil ich kann sie damit nicht töten. Es ist natürlich gefährlicher dann für mich, aber komm, ist kein Thema, das schaffen wir schon. So, dann schauen wir mal hier. Können wir den Geist vielleicht hier mit den Pflanzendingens da sammeln? Wo war denn der? Der war doch hier. Ah, da war er, ja. Moment. Wenn wir jetzt einfach drin bleiben, erscheint er dann irgendwann? Oh, schön. Ich sehe durch den Busch durch. Das ist natürlich ganz toll. Moment. Der ist hier jetzt. Hier ist er jetzt erschienen. Ja. Nee, der verschwindet immer gleich wieder. Ich versprühe jetzt einfach Pflanzengift. Nee, komm, das bringt wahrscheinlich nichts. Hatten wir hier noch wo so eine Pflanze? Oh. Komm, das lassen wir lieber. Okay. Aber wo waren diese Pflanzen? Hui. Ja, da gab es ja doch 2, 3 gab es ja da schon. Da ist noch eine. Gucke mal. Erzähl der Echse und der Fledermaus nichts davon. Aber die Ranke hat mir erzählt, dass unter dem Eingang zu dieser Welt ein Geist versteckt ist. Ach, das weiß ich schon, danke. Und diese Ranke ist echt vertrauenswürdig. Das weiß ich schon, danke Pflanze für den Hinweis. So, da müssen wir aufpassen, weil über Wasser können wir ja nicht laufen mit dem Ding. Lass mich in Ruhe. Aber da waren doch noch einige von diesen Pflanzen, oder irre ich mich jetzt komplett? Ich weiß es nicht. Nee, da waren definitiv noch ein paar, komm. Rüber über die Brücke, sonst zur Not können wir uns ja immer nochmal zurückverwandeln in dieses lustige Ding da, ja. Sponge, 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 Sponge. Oh. Da hinten vielleicht? Ah, da sind noch ein paar Federn. Da ist auch so ein Geist. Ja, weißt du was, wir können uns eh... Ich wollte mich eigentlich... Ja gut, toll. Kann ich mich irgendwie so manuell zurückverwandeln? Nein. Ja, dann müssten wir einen Wassertümpel suchen. Oder komm, jetzt gehen wir nochmal hier hoch, weil vielleicht war da oben ja auch noch was. Ich kann mich ja nicht mehr so wirklich erinnern dran. Ah, da ist nur diese Geschichte, okay. Ja, aber diese Geschichte ist mir jetzt egal. Vorerst. Ich will ja jetzt nur nochmal gucken, wo hier meine Pflanzenfreunde sind. Ja, Spawns, Spawns, Spawns. Was sind das da hinten? Ah, da ist noch eine, das sage ich doch. Hey, Sahneschnittchen, erzählt der Echse und der Fledermaus nichts davon, aber in der Nähe des hungrigen Schweins im Dschungel versteckt sich ein Geist. Wenn du schon hier bist, kannst du mir auch meine Blätter massieren. Ja, ich weiß, dass sich da ein Geist versteckt, aber ich weiß nicht, wie ich den kriegen kann. Das ist mein Problem. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist gerade nicht klug, was ich hier mache. Aber was ist das da drüben? Ich kann gerade nicht. Okay.